1 Uhr 55. Gemacht war 23 Uhr. Abgemacht war 2 Uhr. 2 Uhr hast du erst geschrieben, Digga, nach kurz. Digga. Okay, warte, weißt du was? Scheiß drauf. Bevor wir in Rough reingehen, ich will jetzt. Okay, zeig mich jetzt, okay? Zeig mich jetzt. Ja. Yeah. Okay. Warte. Nein, hör auf. Nein. Komm in meinen Stream. Was ist das? Ich bin in einem Stream. So, warte. Mach das so runter, damit man mich sieht. Mach mich. Drück auf mich. Hamed Loco. Du solltest dich nicht daran erfreuen, deinen Freund Berkoli in der Öffentlichkeit als Lügner und schlechten Freund darzustellen. Bitte stell dich und deine Aussagen gerade und sage der Öffentlichkeit, dass du derjenige bist, der jedes Mal zu spät kommt, wenn ihr Raft aufnehmen wollt. Sei ein aufrichtiger Mann und lüge nicht deine Zuschauer an. Und vor allem tu es zum Wohle der Freundschaft zwischen dir und Berkoli. Dein Kopf sieht übrigens aus wie ein Kanister. Nein. Ja, okay, Digga. Ich komme immer zu spät, okay? Ich sag immer eine Zeit an, ich komme immer zu spät. Zufrieden? Ja, jetzt bin ich zufrieden, Digga. Jetzt bin ich zufrieden. Es war immer meine Schuld. Immer war es deine Schuld, Bruder. Nicht einmal, zweimal. Die Leute, Bruder, mir schreiben Leute auf Insta, Digga. Die beleidigen mich, weil die immer sagen, du kommst immer zu spät. Und zwar habe ich erfahren, dass es in Raft eine Geschichte gibt und ein Ende. Wusstest du das? Was? Es gibt ein Ende in Raft. Das heißt, ich dachte, man kann Raft wie Minecraft. Nein, man kann Raft durchspielen. So, das ist nicht das Einzige, was ich herausgefunden habe. Ich habe herausgefunden, durch das Lesen der Kommentare, dass man, wenn man das Segel oben platziert, schneller ist. Das habe ich sogar letztes Mal gesagt. Aber ich wusste nicht, dass das so ist. Ja. Guck mal, unten rechts, der G. Bist du drinne? Ich join jetzt, warte. Wir steuern nämlich direkt auf eine Insel zu. Komm aber rein, damit wir schlafen gehen können. Das wäre wichtiger, glaube ich. Egal, ich glaube, das ist sogar die Insel, wo wir letztes Mal auch drauf waren. Ja, Beto hat schon wieder mal das Wasser nicht aufgefüllt. Perfekt. Ich bin doch nicht mal auf dem Server, Bruder. Ja, komisch. Ja, aber ich dachte beim letzten Mal, das warst du bestimmt. Immer ich, Digga, immer ich. Egal was, ich bin nicht mal auf dem Server und sogar dann bin ich schon. Ja, komisch. Um 3 Uhr bist du immer noch nicht auf dem Server. Krass. Ach, muss ich jetzt ein neues Video machen, Digga, wo ich aufdecke, dass du derjenige... Okay, eigentlich bin ich derjenige, der immer nicht Wasser aufhört. Okay, das gebe ich jetzt zu. Ja, guck. Okay, geh ich kurz schlafen, damit wir den können. Damit es hell ist. Warte, ich bin immer noch Loading Screen. Ah, jetzt. Oh, stimmt. Ich habe voll vergessen, dass ich letztes Mal so gebaut habe. Hier meine Ecke. Hast du deine Ecke noch ausgebaut? Oder meinst du generell? Generell. Achso, ja, deine Ecke sieht okay aus. Meine, egal. Okay, jetzt sind wir ein bisschen schneller dadurch, dass wir das Ding hier oben haben. Wir müssen aber dafür auch dieses... Warte mal, wo ist unsere Flagge? Ach hier, die nehmen wir auch mit nach oben. Ey, darf ich den hier kochen? Wen? Diesen Fisch? Ja, natürlich, den habe ich extra drauf gelegt. Wir hatten damals so einen Fisch, Digga, der war übel krass, ne? Ja, groß. Ja, den haben wir immer noch. Wo ist der? Den habe ich, glaube ich, in die Truhe gepackt. Er ist da nicht. Dann habe ich ihn... Ich habe ihn im Inventar. Ja, ich habe ihn im Inventar. Ja, willst du noch einen Fisch nachlegen vielleicht? Ach so, ja. Ich habe schon. Oder diese Musik ist so laut. Ja, ich habe sie leise gestellt. Ich weiß nicht. Okay. Wir müssen auf jeden Fall Rough zu Ende spielen. Das Problem ist, da wo wir uns gerade hinbewegen... Rough da zu Ende spielen? Ja. Also nicht heute, ich meine generell. Es gibt ein Ende. Wir müssen woanders hinsegeln. Wir kommen nicht dahin, Berko. Ich muss dich enttäuschen. Ja, okay. Dann. Ja, okay. Es ist zu stark. Okay. Ah, es wurden auf jeden Fall noch mehr Tipps in die Kommentare. Schreibt auf jeden Fall Tipps in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, Leute. Ja. Oh nein. Das ist echt richtig. Ey, wie heißt unser Hai endlich? Oh! Wie haben wir ihn genannt? Ja. Unser Hai heißt... Wie heißt er nochmal? Ja. Ah, der heißt... Ja. Stimmt. Voll vergessen. Ey, was ist das denn? Ein kleines Paket? Oh, es war nur eine Planke. Es sah aus wie ein Paket, es war aber nur eine Planke. Du meinst, Dekorationstruhe? Nee. Das war nur eine Planke.
Okay, wir müssen... Können wir irgendwas Neues bauen, was wir bisher noch nie gebaut haben? Bro, was ist eigentlich mit unseren Ziegeln, die wir einmal komplett platziert hatten, 6 Stück? Was haben wir mit denen nochmal gemacht? Den Ofen. Und da, aus dem Ofen machen wir die ganze Zeit Dings, Eisen. Weißt du? Ja, stimmt. Ja. Ich kann mich dran erinnern. Aber Eisen ist sehr wichtig. Ich halte Ausschau nach Insel. Ich sehe aber keine bisher. Ich verstecke mich hier. Warum versteckst du dich? Vor wem? Vor wem versteckst du dich, Berko? Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Ja. Warte. Alter, man kann... Warte mal. Versteck dich mal. Oh mein Gott, guck mal! Ey, der ist weggegangen, hast du gesehen? Ja, der war hier kurz drin. Hier sind sogar Federn von ihm. Versteck dich mal nochmal da drin. Ich kann die aufsammeln. Boah. Ey, versteck dich nochmal drin. Mal kurz gucken, wie das aussieht. Von außen so. Guck mal, ich kann hier runtergehen, Bruder. Warte mal, könnte man hier nicht so einen Geheimgang machen? Hier unten, Bruder, guck mal. Digga, hier, gib mal den Hammer, Bruder, hier unten. Hey! Was ist das, Digga? Hey, ich komm hier nicht raus! Was hast du gemacht, Digga? Ey, Bruder, du hast alles gefickt, Ich komm hier nicht mehr raus. Das kann man auch nicht abbauen. Doch, ich kann das abbauen. Okay, nein, doch nicht. Ah, doch, ich kann's. Ich kann's abbauen. Nein, kannst du nicht. Doch, kann ich. Warum? Ja, die Frage, ob ich's will, ist eine andere. Weißt du was? Ich lebe hier drin ab sofort. Ja, okay. Harry Potter war auch unten in der Kabine als... Ey, dein Bett ist weg! Ja, weil der Heim alles kaputt gemacht hat und du hast nicht aufgepasst. Ja, ich habe ehrlich nicht aufgepasst. Oh nein, Digga. Egal, diese Ecke war eh hässlich. Ich wollte ja anders haben. Ja, du musst halt ein neues Bett machen, ne? Ey, mein Bett ist kaputt aber! Ja, hab ich doch gesagt! Ey! Dieser Scheiß... Wie heißt dieser Hai eigentlich? Wir haben seinen Namen. Ja. Wir haben... Nimm nicht mein Bett jetzt! Ich will dein Bett nicht, wo deine kurdischen Arschhaare drauf sind. Ja, hä? Du hast doch selber kurdische Arschhaare. Was willst du jetzt von mir? Ja, und? Ja, wie? Ja, hä? Ob deine oder meine kurdischen Arschhaare, ist doch scheißegal. Oder, aber guck mal, wenn deine Arschhaare und meine Arschhaare Fusion machen... Ey, das sind zu viele Arschhaare, auf Ernst. Lass das Thema wechseln. Okay? Ja, okay. Das sind mir zu viele Arschhaare gerade. Ich würde gerade sagen, Kent, wenn du Dragon Ball geguckt hast, dann kannst du dir vorstellen. Was? Ja, Fusion. Oh mein Kennst Gott. Du nicht zum Beispiel, ja, wenn so Goku... Ja, kenn ich, Bruder, aber ich kenn's nicht mit Arschhaaren auf jeden Fall, okay? Ja, das heißt dann, ja, Arsch geht da. Ey, mein Name ist kaputt gegangen. Ey, was mache ich jetzt? Ich habe keinen Angel. Warum? Wofür brauchst du einen Angel? Also nicht Angel, dieses Metallhaken. Ja, dann mach dir neues. Ja, Mann, ich bin doch reich jetzt. Auch keine Insel in Sicht, ja. Ja, ich habe das Gefühl, jetzt kommt... Das Ding ist, wir brauchen einen Kompass, Berko. Damit finden wir diese Inseln, die wichtig sind für die Geschichte. Verstehst du? Ja, wie kriegen wir den Kompass? Das weiß nur Gott. Warte mal. Was ist, wenn wir, um die Geschichte weiter voranzutreiben, einen von uns töten müssen? Würdest du mich opfern, um das Spiel durchzuspielen? Digga, ich würde dich direkt... Weißt du, was ich machen würde? Ich würde Regenwürmer auf dich drauf machen. Ich würde dich um meine Angel machen. Und dann würde ich dich runterwerfen, damit dieser Hai dich aufessen kann. Hä? So würde ich machen. Warum? Ich dachte, Freunde halten zusammen. Was soll das denn? Ja, okay, aber wir wollen doch dieses Spiel durchspielen. Ja, aber Digga, das heißt, dass du musst... Digga, du musstest mich ja nicht mal als Köder irgendwie... Ich habe nur gesagt, würdest du mich opfern? Das, deine... Oh. So wie du es erklärt hast, klang ziemlich so, als wärst du ein bisschen sauer auf mich. Nein, Quas, ich würde es nicht machen. Okay. Ich nehme es zurück. Aber du würdest safe machen. Nein, nicht um das Spiel durchzuspielen. Aber für 5 Euro? Ja, aber andere Sachen. Ja, guck, Digga, 5 Euro. Ja, 5 Euro. Normal für 5 Euro. Willst du nicht für 5 Euro? Nein. Ich würde es gratis machen. Für 5 Euro würde ich auf... Boah, ich brate jetzt Kupfer, Digga, das erste Mal. Justin mit einem Sub im 16. Das ist mir zu wenig, Justin. 16, das ist mir zu wenig. Grüß Alpha und Vito. Alpha und Vito, fühlt euch gegrüßt, Jungs. Ey! Ey, ich höre was. Ey, ich bin unter Wasser.
Wo ist er? Ich hab ihn gehört. Ich brauche was zu essen. Ich bin kurz vor dead. Ey! Ich meine, was zu trinken. Alles gut. Was? Alles gut, alles gut. Ich will nur was zu trinken. Was ist los? Ich hab nur was zu trinken gebraucht, okay? Was habe ich in meiner Hand? Was zu essen. Ey, Mann, Digga! Ey! Kleiner Wichs. Kleiner Wichs. Mein Boot. Ah, okay. Er ist weg. Oh mein Gott, Bro, ich hab Kupferbarren jetzt erlernt. Ich kann das erlernen. Ja, bitte. Mach's. Warte mal. So. Ey, wir haben keinen Fisch mehr, oder? Erforschen. Oh mein Gott. Oh. Einfache Batterie. Und eine Leiter. Was ist das? Leiterplatte. Oh, Batterien Gott, ist verrückt. Super. Batterien ist ehrlich verrückt. Oh, Metallpfeil. Oh. Okay, das ist gut. Pinsel. Pinsel ist langweilig. Hängematte ist cool, ja. Digga, weißt du, was das heißt? Wir können unser Boot streichen. Ja, aber willst du das Boot streichen? Ja, das sieht doch scheiße aus so. Roter Buntbarsch. Wann haben wir endlich mal... Warte, steuern wir noch richtig die ganze Zeit? Ja, wir steuern richtig. Flossen haben wir auch gelernt. Junge, wie viel? Ja, ich... Ich hab quasi alles hier reingetan, was ich hatte. Oh nein! Oh nein, mein Ding! Oh nein! Ja, was denn? Mein Fisch. Ich hab ihn geholt. Lass mich in Ruhe! Oh, lass mich in Ruhe! Junge! Oh, da ist eine kleine Insel. Da vorne. Ja, okay, die können wir abchecken. Mein Inventar war voll. Ey, hast du noch 2 Schrott für mich? Ja, genau 2. Hier. Ich hab's rausgeschmissen. Danke. Bitte. Also. Ja. Zack. Digga, ich mach jedes Mal Melonen hier rein, Digga, und jedes Mal verschwinden die irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich nehme keine Melonen von dir, was willst du von mir? Nein, ich glaube, die Vögel klauen das immer. Achso, ja, das stimmt, das hat sie auch schon gemacht. Okay, wir sind jetzt da. Willst du Anker können wir eigentlich ausfahren, weil wir behalten den ja, glaube ich, eh, oder? Oh mein Gott, ich schmelze jetzt Glas, Digga. Ich meinte, ich schmelze Sand. Den Anker, ja, den kann ich jetzt kurz loswerden. Ja. Das ist das Gute an dem neuen Anker. Wir können ihn einfach so oft wie möglich benutzen. Yep. Oh nein. Ich hab was gedroppt. Hey, ich frag mich immer noch, wo man diese Dings findet. Diese Seetang. Seetang? Ah, hat irgendwer in Kommentaren geschrieben, dass man das bauen kann oder ganz einfach bekommen kann. Unter dem letzten Video. Ich hab's aber nicht mehr ganz im Kopf. Ich hab einmal unter Wasser Seetang aufgehoben. Ich hab random E gedrückt einfach, dann hatte ich's. Aber ich habe nicht geguckt, wie das aussah. Ja, irgendwer hat es auf jeden Fall in die Kommentare geschrieben. Okay, ich habe schon alles von der Insel. Die Insel ist ein bisschen erst oder bist du unter Wasser gerade am... Guckst du noch unter Wasser? Dieser Hai. Oh mein Gott, Digga, dieser Hai. Was ist mit ihm? Nervt. Greift er dich die ganze Zeit an? Ja. Boah, was ein schöner Sonnenuntergang, Berko. Bruder, mein... Guck dir das an. Komm neben mich, schnell. Hast du das gesehen? Ich sehe gar nichts, Bruder, wegen diesen Zähnen. Okay, jetzt lass schlafen. Diese Zähne, Bruder. Ja, dann zieh den Scheiß doch nicht an, hä? Ja, egal, scheiß drauf. Ja, okay. Ich hab kein Bett, wie soll ich schlafen? Ja, kannst du keins bauen? Warte. Warte. Ey! Kleiner Wichser. Immer meine Ecke. Mein Speer ist kaputt gegangen. Ich hab ihn, alles gut. Wo war noch mal Bett jetzt? Ich gucke auch gerade. Ich brauche 3 Schrauben. Okay, warte. Ich habe eine Schraube. Jam der Jam, danke schön für deinen Raid, mein Bruder. Kuss geht okay, raus. Hier. Hast du ein Bett? Ja. Bau mal. Das ist doch kein... Das ist eine Toilette, Bruder. Das ist kein Bett. Digga, ich wurde verarscht. Ich hab auf Bett gedrückt. Du hast eine Toilette gebaut, aber... Ich hab auf Bett gedrückt. Ja, ist egal, du hast ich trotzdem... Ich hab auf Bett gedrückt. Du hast trotzdem ein Klo gebaut. Okay?
Egal worauf du geklickt hast, du hast ein Klo gebaut, okay? Digga, man braucht doch kein Klo, Alter. Wer will schon ein Klo haben? Oh mein Gott, ich hätte ihn fast. Ja, Digga, du brauchst ein Bett. Scheiße, Alter, jetzt habe ich keine Ressourcen mehr. Digga, du hast einfach eine Toilette gebaut, Digga. Ey, baust doch nicht ab. Ja, ich wollte es woanders hin tun. Das ist mein Klo. Ja, dann pack dein Klo irgendwo hin. Hauptsache, du brauchst jetzt ein scheiß Bett, okay? Ja, aber wo ist das denn? Ich verstehe es nicht. Wo ist Bett? Unter welcher Abteilung? Teppich, Bett. Hä? Kann doch gerade echt nicht sein. Ah, hier ganz oben Betten. Oh mein Gott. Was denn? Oh mein Gott. Hängematte ist auch ein Bett, siehst du? Mhm. Beim zweiten. Du brauchst aber Federn. Und du hast hier ein paar Federn, du kannst sie aufsammeln. Jetzt habe ich 4 Stück. Egal, ich baue ein normales Bett. Ja, baue erstmal ein normales. Ja, ich habe keine Schrauben, Bruder. Was soll ich machen? Keine Nägel. Ich habe eine. Du kannst dir welche craften. Oh mein Gott, ey, was ist das? Ich habe. Guck mal, was ich habe. Ja, was denn? Oh, erkundest du gerade was? Jawohl. Und? Du hast gelernt? Reiniger. Hä? Lol. Und Trinkglas. Alter, ich hab uns ein besseres Glas gecraftet. Okay, das ist gut, das ist gut, das ist wirklich gut. Ja, okay, warte mal, aber... Aber wofür brauchen wir Reiniger? Keine Ahnung. Also, was sollen wir sauber machen? Um Sachen... Sehr wichtig. Die Toilette zum Beispiel. Toilette, ja, muss man okay, auch sauber machen. Dann, das wäre mir scheißegal, um ehrlich zu sein. Ich fahr mal den Anker wieder hoch. Also, würdest du mir damit sagen, du machst nicht deine Toilette sauber? Ups, ich habe den Anker aus Versehen abgebaut. Okay, so habe ich ihn aber quasi auch abgebaut. So, zack. Ey, warum machst du unseren Anker kaputt? Ja, das habe ich aus Versehen abgebaut halt. Ey, es wird wieder hell. Ach, wir müssen nicht schlafen. Ja, wir müssen aber weiterfahren. Oh mein Gott, ich verhungere. Ernsthaft? Ich brauche was zu trinken. Ja. Alter, scheiße. Ja, nimm doch, hier ist doch Fisch. Oh. Ich hab doch extra vor uns geangelt. Weil ich an uns denke. Du hast alle Fische geangelt bis jetzt, ist mir aufgefallen. Nee, ich hab leider keine geangelt, Angeln. Oder? Hey, warte ja, mal, wieso kommen wir nicht voran? Ja, weil das Segel falsch steht. So, jetzt. Okay, perfekt. Ey, ich will einen scheiß Bogen endlich bauen, ja. Wie sicher, dass der Segel richtig ist? Der Wind geht genau in die andere Richtung. Ja, aber... So kommen wir nicht voran. Wir müssen zur Seite, genau. Wir brauchen diese scheiß Seetank, Alter, ja. Wenn wir Seetank hätten, könnten wir easy Boden bauen. Da könnten wir auch diesen Hai umbringen. Ja, Bogen wäre cool, auf jeden Fall. Auch für diese großen Insel, wo wir so große Mob-Gegner hatten. Okay. Hallo? Ja? Bin ich dumm oder hast du es auch gerade gehört? Nein, ich hab nichts gehört. Oh, ich glaube, ich hab irgendwas komisches gehört. Ey, ey, ey! Okay, er ist weg. Immer meine Ecke. Okay, wir müssen jetzt mal vorankommen, ey. Nimm mal dieses Wasser, trink das mal. Hey, du hast alle Fische gegessen. Ich habe einen Fisch gegessen. Ah ne, der ist noch drauf. Achso, das war so klein, ich habe ihn nicht erkannt. Ja, das wurde mir auch schon mal gesagt. Ja, nice. Nice. Okay, wir sind vorangekommen, nice. Stark, jetzt können wir das Ding wieder drehen. Oh nein. So. Okay, lass jetzt kurz schlafen gehen. Oh mein Gott, du wirst jetzt gespannt sein, was ich mir gleich... Ich hab kein Bett. Ja, bau doch eins, Berko. Ich hab doch kein Material dafür, ich hab keine Nägel. Ja, dann crafte die Nägel, oder? Ja, wir haben keinen Schrott. Ich hab ein bisschen Schrott. Ja, dann gib mir eins. Einen Schrott habe ich bestimmt. Ja, egal, es ist schon wieder hell. Ja, aber du brauchst doch eh ein Bett. Du willst unbedingt eine Hängematte, kann das sein?
Hat er da Schaden gemacht eigentlich? Nein. Waren wir schon auf dieser Insel da? Ja. Ja, ja. Oh, scheiße, ich verdurste wieder. Ich sag dir, wir brauchen wieder eine Rieseninsel, Real Talk. Oh, ey, wir müssen einen Baba-Grill bauen eigentlich. Es gibt noch einen fortgeschrittenen Grill. Können wir den schon bauen? Nein. Uns doch, fehlt so wir. Metall, oder? Oder, guck mal, wir können Metall schmelzen hier hinten. Ja, mit was? Was brauchen wir dafür aber? Nichts, hier, komm zu mir, ich zeig dir. Achso, ja, dann lass mich auch hier, mal ein bisschen was nehmen. Das da, schau, hier. Metallerz, das kannst du unten am Wasser abbauen immer die ganze Zeit. Ich baue das immer ab. Oh, ach so, ja, und was, und dann machst du das hier rein, oder was? Ja. Aber wie kann man das hier reinmachen? Ich komm. Hier ist einfach oben drauf. Ach so. So machst du dir Metall und aus Metall kannst du dir Bolzen machen, alles machen. Du kannst auch zum Beispiel Kupfer reintun oder Sand, da schmilzt dir alles. Sogar Dönerfleisch. Dönerfleisch? Jetzt hast du übertrieben, Bro. Oder was denkst du, wie die Leute damals, die Piraten sowas gemacht haben mit Schmelze? Trotzdem hast du übertrieben jetzt. Hey, lass doch mal diesen Riesenbarsch essen. Gib mal einen Nagel, drop mal einen Nagel. Hast du einen Nagel? Ich baue kurz einen, alles gut. Ah, ich habe einen Schrott. Wir gehen gerade auf eine Insel. Ich habe einen Schrott, ich kann dir geben. Ja, ich brauche mehr. Das ist eine große Insel, nein. Wie viele Schrauben brauchst du? Eine, zwei. Ich habe genau eine. Vergessen, was ich bauen wollte. Ich wollte irgendwas Cooles bauen, auf jeden Fall. Chat, was? Achso, ja, stimmt. Ich wollte noch ein weiteres Ding bauen. Sammelnetz. Sammelnetz? Ja. Yeah. Was bringt das? Hey, das kennst du doch. Ey, wieso verhungere ich immer so schnell? Ich verstehe das nicht. Lass mal auf die Insel, ich muss ein paar Kokosnüsse essen. So, ich habe wieder ein Sammelnetz hier hingebaut. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, ein paar nebeneinander zu bauen, Retalk. Wo hast du die? Warum baust du die da hin? Da wollte ich doch noch bauen. Ja, hä? Nerv nicht. Aber diese Sammelnetze bringen ja keinen Fisch. Oh. Ich dachte, die bringen Fisch. Da kommt nur Müll rein. Das wäre krass, ja. Das wäre krass. Vielleicht gibt's ja sowas. Okay. Ja, das bringt das jetzt. Abipabimbados. Oh, dann hat er was abgebissen, ne? Ja. Ach man. Er hat unseren Angriff kaputt gemacht fast. Ja, dann bau dir was zum. Damit du kämpfen kannst. Ja, ich wollte mir was bauen, aber mir fehlt noch eine Sache, warte. Ey, guck mal! Dieser scheiß Vogel, der baut immer die. Ey, das kann nicht sein. Ja, du musst ihn töten dann in dem Moment. Ja. Jetzt werde ich den auch töten, jetzt hat der keine Chance mehr. Weißt du warum? Ha? Warum? Willst du es wissen? Nee. Guck mal, also ja, okay? Ich will es wissen. Ich sehe dich doch gar nicht. Wenn du wüsstest, was ich jetzt hab. Ja, wie soll ich es bitte wissen? Komm, ich zeig's dir. Hier, ich bin hinter dir. Ein Metallspeer. Metallspeer. Du hast nur so ein Holzspeer. Ich knie vor dir nieder. Warte, komm zu mir. Knie jetzt. Hiermit erschlage ich dich zum Ritter von unserem Schiff. Wie heißt unser Schiff eigentlich? Selemi. Von unserem Schiff Selemi. Gekrönt sei der Prinz. Gekrönt sei der Prinz! Gekrönt sei der Prinz! Gekrönt sei der Prinz! Okay, lass wieder zurück. Warte kurz. Lass noch nicht gehen. Warte kurz. Ich muss kurz. Bist du unter Wasser noch? Ich will kurz gucken, wenn dieser Pfeil kommt. Wo ist der? Ich weiß jetzt, wo wir Seetank herbekommen. Warte. Woher? Bei diesen großen Pflanzen hier, die so auch durch den Dings gucken. Ach, stimmt. Hier kriegt man auch Schrott her.
Ich bin tot. Nein, ey, du musst mich retten. Ehrlich jetzt? Ja, hilf mir hoch. Digga, wie arsch bist du denn bitte? Ich hab gecheckt, Digga, dass ich Lowlife bin. Daher hat mir ein Biss gegeben, ich bin gestorben. Junge, du hast Metallsperr, Digga. Wer kniet jetzt vor wem, Nieder, Junge? Du bist tot gestorben. Digga, ich bin nur ein alter König. Du bist der Prinz, du bist stärker. Ja, wo soll ich wissen, wo du bist? Links. Vor dem Boot bin ich. Vor Selemi. Vor Selemi! Ah, ich seh dich. Ich heb dich nur auf, wenn du vor mir niederkniest. Ich will aber kein Prinz sein. Ja, dann, viel Spaß. Muss erstmal was essen. Ja, okay. Wie, ja, okay. Erholt. Sterbe gleich, okay, dann verliere ich alles. Kniest du vor mir nieder? Ja. Ja, okay. Ja, ich mach's, Digga. Du hast nicht mein Bett, Digga. Ich muss dir sogar mein Bett geben. Boah, diese kurdischen Arschhaare, Digga. Sei froh, dass ich überhaupt gerettet habe. Und jetzt Knie. So. Knie vom... Hallo! Was? Du musst vor mir niederknien. Wie, was knien? Was willst du? Laber mich nicht voll. Geh mal weiterarbeiten. Knie vor mir nieder. Was willst du machen? Greif mich doch an. Was willst du machen? Du kannst gar nichts machen. Doch, ich kann was machen. Weiß gar nicht, was du meinst. Was du willst, was du... Steh ich nicht. Siehst du das? Was? Deine Ecke. Hey! Ich hab's hier nicht kaputt gemacht! Es liegt doch noch dort! Ey, da... Es liegt doch noch alles dort! Er macht bei mir alles kaputt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er hat alles kaputt gemacht. Du musst vor mir niederknien, Digga. Sonst hat das hier ein ganz schlimmes Ende. Was ist geworden aus unser Team, hä? Aus Teamwork? Du hast gelabert die ganze Zeit. Ich teame nicht mit Verrätern. Warum bin ich ein Verräter? Du willst mich nicht mal retten, obwohl wir gesagt haben, wir sind Freunde, Digga. Warum? Ich hab dich gerettet. Ja, unter einer Bedingung, Digga. Sowas macht man nicht. Doch. Ich wäre direkt ins Wasser gesprungen, um dich zu retten. Direkt ohne Hemmschwelle. Anscheinend kennst du sowas nicht. Hätte ich mir aber denken können. Ah ja. Du musst dich niederknien. Vor deinem Retter. Vor deinem Retter. Nur vor Gott. Und den dich hier nicht. Digga, was machst du? Du musst sogar meine Schilder. Du musst dich niederknien. Warte, guck jetzt, warte. Guck mal kurz weg. Warte. So. Jetzt kannst du gucken. Ey, warte, ey. Oh mein Gott. Er hat sogar mein Vogelnest kaputt gemacht. Nein, das ist nicht kaputt. Das habe ich mir einfach selber genommen. Digga, weißt du, wie teuer das war? Rest deine scheiß Melone, Digga. Ich wurde nicht gefragt, ob ich eine Melone will. Willst du eine Melone? Digga, warum ist das bei dir? Ist immer noch meins. Willst du eine Melone? Nein. Ich geb dir eine. Zwei hier. Nimm. Ich nehm nichts von dir an. Ich will gar nichts von dir. Willst du nicht die Freundschaft jetzt wieder kaputt heile machen? Nein, ich will gar nichts von dir. Willst du die Freundschaft nicht wieder kaputt heile machen? Aber ich will keine Geschenke von dir annehmen. Ja, dann nimm es erstmal an als Entschuldigung, die Wassermelone. Nein, alles gut. Das ist meine Entschuldigung an dich. Nimmst du sie an oder nicht? Dass du dich doch schon entschuldigen willst, das reicht aus. Ich nehme aber nichts von dir an. Ja, nein, nimm sie an. Nee. Das ist wichtig. Ich will keine Melone von dir. Ja, trotzdem, nimm sie jetzt an. Nimm sie jetzt. Mein Freund ist jetzt der Hai. Du hast mein Haus kaputt gemacht. Das war ES. Du hast nicht mein Bett gehabt. Mein schönes Haus. Dein Haus war Arsch. Alles kaputt. Aber warum hast du es kaputt gemacht? Weil du vor mir niederknien musstest. Das war ein Versprechen, Digga. Du bist vor mir niedergekniet. Deswegen musst du jetzt vor mir niederknien, Digga, weil ich dich gerettet habe. Du bist vor mir niedergekniet. Du bist vor mir niedergekniet. Oh nein, Digga, mach es nicht schlimmer, als es schon ist. Du bist so vor mir niedergekniet. Mach es nicht schlimmer, Beko. Mach es nicht schlimmer, Beko. Digga, du hast mich hier eingesperrt vorhin. Du machst mich gerade richtig aggressiv. Okay, warte, wir fragen den Chat einfach. Wer ist im Recht, ich oder Hamid? Eins für Hamid, zwei für mich. Gucken wir jetzt.
Ey! Chat sagt eins. Du musst von mir niederknien. Ich hätte es auch geblendet von dir. Nein, das stimmt nicht. Das ist kein Niederknien. Das ist Niederknien, jawohl. Okay, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt helfe ich dir, das wieder aufzubauen. Und jetzt darfst du auch die Melonen nehmen, die ich dir eingelegt habe. Wo sind Melonen? Da. Ja, du hast mir gerne gegeben. Ich gib mir Wassermelonen gerne. So freu dich. Ich hab's sogar schöner gemacht, als es vorher war. Es sieht jetzt einfach besser aus. Junge, du hast einfach einen Knast gebaut hier, Digga. Es sieht so hässlich aus. Digga. Zieh um, Digga. Ich wohne hier nicht mehr. Ich wohne jetzt hier in dieser Ecke. Wir müssen hier von hier weg. Ja, ich sterbe gerade, ne? Woran? An Essen. Ja, dann sag das doch, dann gehe ich angeln. Wir brauchen ehrlich so einen Grill, so einen großen Grill. Wir brauchen eine Farm für Essen oder sowas. So, gibt's nicht so Kartoffeln. Wieder Rohrwels, wieder so ein riesiger. Ja, brate den noch an. Ja, wir brauchen einen Grill. Es geht nicht mit ohne mit normal. Ach so. Okay, jetzt hab ich hier. Ich hab Fisch draufgelegt. Meine Angel ist gleich kaputt. Werde nicht mehr viel angeln können. Ja, sie ist kaputt. Ich brauche direkt eine neue. Eine Fischangel? Hä? Warte mal, gib mal ein bisschen Metall, jo. Mach ich doch. Naja. Vielleicht sollten wir mehr Schmelzen bauen, damit das schneller geht alles. Ja, du hast recht. Wie bauen wir einen Schmelzer? Wir müssten wieder diese Ziegelsteine trocknen, aber das war schon hart, Digga, die zu bauen letztes Mal. Oh, jetzt habe ich die Nägel gebaut, aber habe den Schrott dafür nicht mehr, den man auch braucht. Ja, ich habe leider keinen Schrott. Das sind drei Felsen. Steuern wir darauf zu? Nee. Steuern wir nicht. Guck mal, hast du die Toilette hier hingepackt, Digga? Hey, das ergibt damit ich frei bin, während ich kacke. Das ergibt keinen Sinn, Digga. Ach, egal, scheiße. Mir ist aufgefallen, wir schlafen nicht mehr, seit ich kein Bett habe. Ja, dann bau dir ein Bett. Guck dir an, was ich essen muss, Digga. Rüben. Lass doch mal diesen scheiß Hai erlegen, Digga. Wir haben doch einen Köder. Hier, für dich. Du hast geschlafen. Nein, das nehme ich nicht an. Geh schlafen jetzt, hä? Das ist nicht mein Bett. Digga, ich hab's jetzt gebaut, Digga, geh jetzt schlafen, ohne Sinn. Das ist nicht mein Bett. Nur weil du es mir schenkst? Das Bett ist komplett. Ich schlaf jetzt drauf? Ja. Warum bist du gerade schwärzer geworden? Egal. Setz dich jetzt. Geh jetzt schlafen, Junge. Wofür hab ich's gebaut, Junge? Geh los. Sehr schön, jetzt bin ich noch hungriger. Oha, wie viel da drin war. Hier kaum was. Oh, das war knapp. Mein Metall-Ding ist auch gleich kaputt. Ich versuche jetzt mehr Öfen zu bauen, damit wir viel auf einmal machen können. Ja, mach das. Das ist gut. Aber wir brauchen Sand. Und Ton. Wir brauchen insgesamt. Okay, meine Ding ist kaputt. Ey! 3, 4, 6, 8. Och Mann, Digga, warum überlebt er das denn so oft? Wir brauchen 12 Ton und 12 Sand. Für ein Dinger. Ey, das heißt, ich brauche. Hast du 5 Schrott zufällig und einen Bolzen? Ich habe 3 Schrott und 2 Metall. Damit, mit diesem Metall kannst du dir 2 Bolzen machen. Aber mehr Schrott habe ich leider nicht. Okay. Auch noch 2 Schrott. Du musst ein bisschen Schrott für mich angeln, sonst kann ich. Ah, hier ist doch. Ist das Schrott? Ne, das ist Kunststoff, oder? Schrott kann man, glaube ich, gar nicht angeln. Kriegt man nur vom Boden, so von Grund, ne? Und so Kisten und sowas. Hässern. Okay, verstehe. Alter, wir haben einfach keine geile Insel gefunden seit 2 Folgen. Ja, die eine Insel war crazy, die wir hatten. Wir brauchen auch so ein Insektennetz, weißt du wofür? Damit wir bei diesen Shops die verkaufen können. Insektennetz? Ja. Der sammelt dann so seltene Insekten für uns.
Bokrim, hast du es in Discord geschickt? Was? Ich habe auf eine Nachricht geantwortet im Chat. Ich brauche ehrlich zwei Schrott unbedingt, ja. Unbedingt. Hamid. Ja? Wenn du noch einmal auf dem Boden liegst, ich werde dir natürlich helfen. Danke. Da links ist eine Insel, ist die aber groß, ich sehe es nicht. Geht, oder? Oh. Ich sehe sie nicht. Oh Mist. Bruder Jakob, Bruder Jakob, lebst du? Du lebst noch! Jawohl! Also wenn du stirbst, ich hol dich nicht hoch. Ey, ich brauch. Es kann doch nicht sein, Bruder, ja? Oh. Dein Ernst? Was? Wie, du hilfst mir nicht hoch? Ich helf dir, ohne Spaß. Ich baue ein Paddel, Digga. Ich hab keinen Bock mehr, so lange zu warten immer. Ich will jetzt dahin zu diesem Ding. Ja, Mann. Ja, Mann, schwimm dahin. Schwimm dahin, Berko. Schwimm dahin. Ja, Mann, schneller. Let's go, Berko. Ich mach's. Let's go. Ich bin das grad. Let's go, jawohl. Oh ja. Oh ja, Digga, ich bin das. Ja, ich weiß. Okay, let's go, ich springe. Okay, irgendwie bist du schneller. Oh mein Gott, ich hab den Hai erlegt. Oh mein Gott. Metallerz und Scharnier. Ich brauch den Eisen hier. Da hat er kein Eisen gegeben. Ah doch, hat er, oder? Ne, Metallbarren. Warte mal kurz. Ich brauch immer noch zwei Schrott, Bro. Da hinten ist ein Ding. Da hinten ist ein Fass. Kommst du da ran? Wo? Oh. Da, versuch es zu treffen. Versuch es zu treffen. Probier so perfekt wie möglich zu treffen. Digga, das war... Versuch so genau wie möglich zu treffen. Oh nein. Ich hab Durst. Hey. Ich hab's. Oh nein. Und? War da was dabei? Schrott? Holz? Ich hab kein Schrott, nein. Aber, oh, was ich hab. Ach, warte mal. Hatte man Schrott gebraucht, um das zu bauen? Nein. Ich hab's mit Glibber gebaut im Metall. Ernsthaft jetzt? Ja. Warte mal. Metallspeer. Metalldings. Metallbogen. Hast du mit Glibber gebaut? Ja, den Glibber habe ich gefarmt bei der Insel vorhin, wo du mich gezwungen hast, dich vor dich zu knien. Digga, du hättest auch ein Insektennetz bauen können. Echt? Ja! Warum hast du mir nicht gesagt? Ach man, Berko, Mann. Hier, ich habe Schrott für dich. Ja, gib mal. Hier, den Boden. Ich kann dich aufsammeln. Oder was bringt uns Insektennetz, als ob wir jetzt direkt Dings... Ja, wir brauchen das. Finden. Ich hab noch einen Glibber. Ja, man braucht zwei für Insektennetz. Hm, hast du schon mal eine Leiterplatte gebaut? Nee, dafür braucht man auch einen Glibber. Hast du einen Kupferbarren? Kupferbarren, ja, hab ich. Hervor. Hast du? Nee, aber kannst du hier machen einfach diesen. Ja, Digga, ich komm nie dazu, hier irgendwas zu machen, weil du immer die wegnimmst. Warte, hier, schau. Das kannst du reinmachen. Da. Mm. Ja, wir brauchen noch so eine Schmelze. Wir brauchen unbedingt noch so eine Schmelze. Ja, wir müssen eine Insel finden, dann Warum? Ist das locker. Weil auf der Insel müssen wir Sand und Ton farmen. 12 Sand, 12 Ton. Da links ist eine Insel. Geh mal hoch und steuer in die Richtung. In welche Richtung? Da, wo ich hinschaue. In die Richtung. Ja, sehe ich nicht. Ah, okay. Da so. So? Ja. Ich sehe keine. Ah, doch. Ich sehe sie. Was erlernt.
Du hast einen Pfeil in dir stecken. Junge, schieß mich nicht ab, Mann. Ohne abschießen. Ich sehe keinen Schaden. Trotzdem. Warte mal, ich hab eine Idee. Ich mache jetzt hier diese Melonsamen hin. Wenn dieser Wichser wieder kommt, dann werde ich ihn mir schnappen. Der wird schon kommen, dieser hungrige Hund. Bruder, wir kommen gar nicht voran. Lass diese scheiß Dings bauen, womit man sich vorantreiben kann. Paddel? Ja. Hast du nicht sogar noch eine Paddel? Digga, wieso haben wir immer noch kein besseres Segel erlernt eigentlich? Kein was? Kein besseres Segel erlernt. Ja, seit erster Folge haben wir dieses Segel. Kann man besseres Segel erlernen? Weiß nicht, Digga, aber muss doch irgendwie gehen. Ja, Mann, guck mal, wie schnell wir jetzt sind zu zweit. Das ist Team Power! Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt, wenn wir das beide gleichzeitig machen. Ich glaub schon. Wir kommen der Insel auf jeden Fall sehr schnell nah. Dein Kupferbarren ist übrigens fertig. Oh nein, ich muss kurz was essen, aber vorher. Auch Hunger, Alter. Nein, wir haben nichts, Bruder. Ich bin kurz vor dead. Ah, nee, das Trinken. Ey, wir haben kein Essen mehr, ne? Und ich kann keine Angel bauen, ist das Problem. Oh mein Gott, ich hab mir Metallpfeile gebaut. Die noch krasseren. Die Motherfucker. Ja, Digga, die bringen uns grad nichts. Wir haben Essensprobleme und du redest von Metallbarren. Wir müssen schnell auf diese Insel, Digga. Ich hab dicke Essensprobleme. Mir wird schon schwarz vor Augen. Viele schreiben, es gibt Motoren für das Floß. What the fuck? Wir sind gleich da, ist wieder so eine Schmutzinsel leider. Schmeiß den Anker raus, Berko. Ich fahr ihn aus. Sag, wenn du ihn ausgefahren hast. Moment, geh noch ein Stück näher. Ja. Oh mein Gott. Du hast einen Vogel getötet, ich hab's gesehen. Und ich kann ihn nicht aufheben. Egal, fahr den Anker aus. Warte. Nein, er ist weg. Ich konnte ihn nicht aufsammeln. Ich muss gerade richtig gegen die Strömung kämpfen. Okay, jetzt. Hast du? Anker ist ausgefahren. Wollen wir nicht erst schlafen? Ja, komm. Ey, ey! Oh mein Gott, ich bewege mich in Slow-Mo. Schlafenszeit. Okay. Oh, ich bin kurz vorm Tod. Digga, ich hab gar nichts mehr. Original, da steht da gar nichts mehr. Oh nein, jetzt nicht noch. Komm schon, bitte. Gib mir was. Ja, eine Kokosnuss. Schnell essen direkt. Reicht nicht, gib mir noch eine Kokosnuss bitte. Nein. Oh mein Gott, ich habe groß Geflügelschenkel. Wie kommt man hier hoch? Ich habe uns Geflügelschenkel gemacht. Ah, sind die auch gebraten? Ich brate die gerade. Digga, wie komme ich? Ach, jawohl, bitte. Sag Mango oder so, bitte. Oder Kokosnuss, irgendwas. Oh, Wassermelone. Wichtig. Ich verhungere. Nein, Berko. Berko, hier sind Wassermelonen. Hier sind Wassermelonen. Ich esse sie einfach selber. Bevor ich sterbe, löscht mein löscht mein Safari-Suchverlauf. Ey, ich zeig dir jetzt gleich, wo man diese Glibber findet, okay? Okay. Oh mein Gott, ich bin gestorben einfach. Ehrlich jetzt? Ja, Mann. Du laberst Müll. Du bist ehrlich gestorben. Was meinst du nochmal? Du heilst mich beim nächsten Mal oder nicht? Ich heil dich, hab ich gesagt. Danke. Easy. Boah. Warte mal, kann ich den Hai eigentlich mit meinem Bogen abschießen? Das war's. Oh hast du Gott, das Kupfer genommen? Du hast das Kupfer genommen. Oh mein Gott! Ich treffe den richtig gut. Oh nein, Hamid, ich habe einen Fehler gemacht. Ich sterbe wieder. Och nein, Mann. Hast du das? Berko! Ich kämpfe gegen den. Ja, nice. Der hat zwei Metallpfeile von mir in sich stecken. Ich will die wieder. Ey, gib mir mal eben das Ding, was du genommen hast, das Kupfer. Hier. Ich hab den gut getroffen, ja. Ah, und gib mir mal bitte den Glibber, den du auch hattest. Den brauch ich hier. Wo? Oh, nein.
Ey, ich bin wieder tot. Tut mir leid. Wo hast du den Glibber denn? Achso, okay. Diesmal hat der mich echt erwischt. Ja, Digga, warum? Was machst du denn die ganze Zeit, Digga? Ohne Sinn! Bruder, ich versuch den mit Bogen zu töten. Ich schaff das gleich. Vertrau mir. Dann können wir in Ruhe über unser Glibber farmen, ohne dass der was machen kann. Okay, ich hab das erste Mal was gebaut. Ich werde es jetzt erforschen. Ich bin echt oft getroffen, diesen Schwein. Oh mein Gott, Bruder! Du glaubst es nicht. Du glaubst es nicht, Bro. Was denn? Guck jetzt. Warte. Antenne. Zeig, was? Die, was hast du? Ja, guck, was wir erlernt haben. Und guck jetzt. Antenne? Empfänger. Wie hast du das gemacht? Empfänger. Oh mein Gott. Jetzt Sprinkler. Jetzt geht's los, glaube ich. Entsafter, Bruder. What jetzt the geht's fuck, los. Oh. Jetzt geht's los. Sprinkler, Entsafter und alles. Okay. Wo findet man den Glibber? Warte, ich muss kurz den Hai. Guck mal, ich hab den umgebracht. Hast du ihn ehrlich getötet? Ja. Zeigt jetzt, wo man Glibber findet. Ich hab uns richtig viel. Ey, ich bin so ein Idiot, ne? Ich sag die ganze Zeit, wir haben kein Essen. Dabei habe ich die ganze Zeit Haifisch. Von zwei Haien sogar. Ja, nice. Also, Hamed, komm mal zu mir. Okay. Wo bist du denn? Ja, ich bin auf der anderen Seite, ich komme. Ja, und jetzt? Warte mal, der Vogel darf nicht denken, der kann einfach unser Fleisch klauen. Bitch. So. Also, komm mit runter. Mhm. Oh, schöne Füße. Zum Beispiel hier, siehst du? Seetank aufheben. Hier, siehst du? Wo? Oben, hier. In der Mitte von der Pflanze. Die Blätter hier, die dort drin sind. Und wie macht man den Glibber? Dass diesen Seetank musst du jetzt schmelzen. Digga, du hebst das ganze Zeit nicht auf, ne? Dein Inventar ist voll. Oh. Ist alles aufgehoben hinter dir. Okay, gut. Und die siehst du, diese Steine, die an der Wand sind? Ja, das weißt du aber, ne? Nee. Was ist das? Ja, die baust du ab die ganze Zeit, diese Barren. Okay, er baut Ton ab, Bruder. Ton und Sand brauchen wir. Für noch einen Ofen. Wir brauchen noch. Glibber machen wir aus Schmelzen, ne? Das heißt, wir brauchen mehr Schmelzen. Ja, genau. Die bauen wir, indem wir jetzt Sand farmen und Ton. Okay, wir brauchen ganz viele von diesen Schmelzen, okay? Ja, deswegen. Ja, warte mal, wie baut man die denn? Ja, du brauchst Ton und Sand, sag ich dir. Trockenziegel. Ein Trockenziegel baust du aus Ton und Sand. Geh und unter Wasser. Und Schrott brauchen wir auch. Nicht ja, unterschätzen. Das kriegen wir auch nur hier. Ja, ich fahre mir mal alles mit. Vor allem jetzt, wo der Hai weg ist. Ja. Ich nehme alles mit. Oh mein Gott, Bro, ich habe so viel Seetank. Sehr schön. Ich habe 12 Stück. Wir können dir sogar einen Bogen bauen noch. Sehr schön. Jetzt geht's los, glaube ich. Jetzt erlernen wir alles. Das war quasi das Intro. Oh nein, ein neuer Hai. Ey, greif mich an! Soll ich den auch umbringen, Win? Wie heißt der? Okay, wie soll der heißen? Ja, du darfst jetzt entscheiden. Okay, wir nennen ihn Son. Son? Son. Jung Min Son oder normal einfach? Ich will nicht seinen ganzen Namen aussprechen. Ich weiß nur, dass er schnell war in FIFA immer. Ja, das ist Jung Min Son. Ja, wobei ist links dieser. Wie hieß nochmal die Mannschaft? Wie hieß denn nochmal die Mannschaft? Diese Schwabe. Wie nennt man das? Dieser Vogel. Du meinst Birmingham? Nein, nicht Birmingham. Tottenham. Ja, richtig. Hamed Loco hat mit Clips von dir auf TikTok 166 Euro gemacht. Willst du was davon haben? Nein, Bruder. Behalt, küss dein Herz. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ist doch geil. Du hast quasi dafür gesorgt, dass viele Leute mein Gesicht gesehen haben und du hast dafür Geld bekommen. Win-win-Situation für uns beide, mein Bruder. Ich gönne dir jeden Cent. Also wenn Hamid nicht will, du kannst mir auch geben. Wohnung zu teuer oder was? Was ist der Unterschied? Darfst du sagen? Hamid? Was denn? Würdest du jetzt 50 Euro von mir annehmen? Ob ich 50 Euro von dir annehmen würde? Ja. Wenn es eine Wette wäre, ja.
Nein, einfach so. Ich sag's dir, hier willst du 50 Euro. Das ist der Unterschied. Ich ergreife meine Chancen, wenn ich sie sehe. Wenn ich jetzt sagen würde, willst du 50 Euro, du würdest ja sagen? Ja, klar. Brauchst du 50 Euro? Nö. Achso, ja, okay. Ja, dann warum soll ich sie dann anbieten? Hä? Geht ums Prinzip. Ja, keiner bietet sie an, wenn du es nicht brauchst. Ey, Ich sterbe, Hunger. Hunger. Ja, ich hab Haifischsteak. Ja, nice. Aber Digga, mein Inventar ist die ganze Zeit voll. Wir brauchen mehr Truhen und dann sortieren richtig schön. Eine Truhe richtig voll machen mit einer Sache. Checkst du? So eine, hey, eine Truhe, wie in Minecraft. Man sortiert seine Sachen richtig. Checkst du, wie ich meine? Ja. Wo ist nochmal dieser Grillharmonisch? Ah, hier. Oh! Dieser fortgeschrittene Reiniger, den du erlernt hast, ne? Den hast du erlernt. Mit dem können wir mehrere Tassen Wasser reinigen. Boah! Geil! Ah! Das ist quasi das hier ein besser. Bruh. Und wie baut man den? Gib mir mal noch einen Ton, Bruder, dann kann ich 6 Ziegel bauen. Warte mal, einen Ton. Ich brauche unbedingt Kupferbarren und Quetzelgilber. Unbedingt. Du brauchst Ton, ne? Hier, einen Ton. Da. Ah, ich habe auch schon einen nassen Ziegel gebaut, damit du weißt. Ja, jetzt haben wir einen zu viel, egal, scheiß drauf. Ehrlich jetzt? Wir brauchen sowieso mehr. Ich hab meinen geplaced. Ey, die sind unter Wasser, Alter. Hast du die aufgesammelt? Was? Die schwimmen hier so komisch. Was brauchen wir für diesen Riesengrill? Hast du die geplaced? Was denn? Ich hab nur oben eins geplaced, das was ich hatte. Ich hatte nur eins. Ja, aber wo? Ja, ganz oben. Neben dem Ding. Hä, wo? Bruder, neben dieser, wie heißt das, Mast? Wie nennt man das nochmal? Warum machst du das dahin? Ja, einfach so. Schlafenszeit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bruder. Du weißt nicht, was ich hab. Du weißt nicht, was ich hab. Nein, schlaf nicht. Wach auf. Schnell. Hast du geschlafen erstmal? Nein, komm jetzt. Erst schlafen. Nein, komm jetzt. Ich will sehen, wenn's hell ist, damit es besser sehen kann. Ja, okay, ich brauch's aber schon mal, okay? Ja, okay. Okay, wir gehen jetzt schlafen. Warte, bleib ruhig schlafen. Ich brauche nur eine Sekunde. Okay, wir gehen jetzt schlafen und dann wach auf. Und dann guck, was da liegt. So. Guck jetzt. Guck. Whoa. Yes, baby. Gönn ihn dir. Warum ist das schon gedacht, Digga? Wie schnell? Ich muss, sorry. Ich hab selber Hunger. Och, guck mal, ich kann 3 Fleisch drauf machen. Schmeckt. Sag du auch mal, gib ihm Bruder. Ja. Mahalesh, Bro. Digga, boah, bei uns läuft so hart, ne? Digga, wir sind einfach reich. Ah, wir poppen Bad. Du hast Leiterplatte erlernt. Ja. Und hast du auch einfache Batterie erlernt? Ja. Okay. Du doch auch. Ja, ich wollte nur fragen. Wir lernen immer alles zusammen als Team. Okay, weißt du, was wir jetzt bauen einfach? Wir müssen Empfänger bauen. Ja, das dachte ich mir auch. Okay. Das bedeutet, sind die schon getrocknet? Nein. Wir brauchen also Leiterplatten, Kunststoff und Planken ein bisschen. Kunststoff und Planken sollte kein Problem sein.
Warte mal, ich töte kurz diesen Haiwan hier. Ey, den Hai zu töten ist so einfach, ne? Hä? Haben wir das überhaupt schon mal... Warte mal kurz. Ich hab den schon wieder getötet fast. Digga, dieser Ding ist so crazy, ne? Dieser fette Grill. Ich hab ihn wieder erlegt. Nice, hol dir das Fleisch. Wartest du, jetzt ist Sonja auch schon gestorben. Dann nehmen wir den nächsten. Also sollen wir los oder brauchen wir noch was von der Insel? Wir könnten eigentlich noch ein bisschen Ton und sowas farmen. Direkt mehr. Weißt du, dann haben wir direkt mehr am Start. Ja, komm. Ton und Sand, weil das finden wir immer nur an den Inseln. Lass das direkt alles mitnehmen schon mal. I'll be popping bottles. Spargets and champagne. Royalty looking sexy. Haben wir solche TikTok-Account machen, streamen mit Stream Highlights? Kannst du machen, Bruder. Kannst du machen. Wenn irgendwas gut ankommt, dann gucken wir im Stream uns das an bei den TikTok-Reactions. Aber das mache ich immer eigentlich. Warst du heute trainieren? Ja. Was hast du trainiert? Brust. Brust eigentlich noch. Ich wurde abgefuckt, Digga. Da habe ich Training abgebrochen. Irgendwer ist zu mir gekommen und hat mich vollgelabert die ganze Zeit, Digga. Das fuckt mich so ab im Gym. Zuschauer oder was? Nein, Mann. Also er kannte mich auf jeden Fall, aber es war, glaube ich, mehr so ein passiver Zuschauer. Einfach nur einer, der mich kannte und nicht meine Videos guckt. Checkst du? Ja, ja. Ich check schon. Ich mag das auch nicht zu reden beim Gym. Deswegen gehe ich auch mal allein. Ich mag es zu reden, aber nur wenn man normal redet, Digga. So Tipps, Mips austauschen, bisschen quatschen, hier, da, was machst du, so. Aber Digga, er kommt, macht die Übung so und so, vertrau mir so. Und er macht die Übung ganz anders, als wie ich sie will. Die hat ganz andere Muskelgruppen auf einmal trainiert. Und ich wollte die Muskelgruppen gar nicht trainieren. Aber er war der festen Überzeugung, ich muss das jetzt so machen. War es alle dann wenigstens breit aus? Nein, er war nicht breit. Aber er war schon besser gebaut als ich auf jeden Fall. Ich habe heute Rücken trainiert. Rücken und Bizeps. Boah, Rücken ist stark, Digga. Ich hasse zwar Rückentraining, aber es ist stark. Boah, ich finde Rücken viel geiler als Brust, ich sag dir ehrlich. Ich finde Brust richtig geil und Bein richtig geil und Arme. Ich weiß nicht warum. Ich glaub, ich bin der Einzige, glaube ich, der Brusttraining hasst. Gute Absichten, nein, Bruder. Der hat doch was ganz anderes. Der wollte mir einfach nur irgendwo. Der wollte mich nur zulabern, Bro. Sehr hart. Das war ja das, was er mir erklärt hat, war ja ein ganz anderes Ding. Der hat ja anscheinend offensichtlich keine Ahnung gehabt. Er hat ja nicht verbessert, was ich gemacht habe. Er hat mir was ganz anderes gezeigt. Und er wollte unbedingt, dass ich so mache. Man sagt es besser, aber die anderen Leute denken, die wissen es besser. Ich liebe voll oft, also voll gerne so nicht Komplimente, sondern so Verbesserungstipps und sowas. Voll gerne, auf Ernst. Da kann man sich immer viel besser verbessern, wenn man mit Leuten redet, die Ahnung haben. Aber der hatte keine Ahnung, Bruder, ja. Das Problem ist, der konnte auch nicht so gut Deutsch, Digga. Bruder, machst du so, Bruder? Ja, so, Bruder. Genau so war das. War ich direkt richtig abgefuckt, Digga. Und der ist auch nicht weggegangen. Ja. Bist du dieser YouTuber? Kannst du mich in dein Story packen, Digga? Das hat die auch schon einfach. Bruder, auch. Ey, wir haben neuen Hai. Neuen Hai. Ey, heute. Ich hab einen Namen für ihn. Was ist passiert, Digga? Ich hab einen Namen für den neuen Hai. Gibt's einen neuen? Ja. Wie heißt der? Soll ich sagen? Aber sein Name ist Chinesisch, schlag ihn nicht aus. Oder. Mir doch egal, sag einfach. Er heißt Abi. Was? Abi. Was ist Abi für ein Name? Ja, sein Vorname. Was ist Abi für ein Name, Bruder? Ja, sein Vorname, Bruder. Von allen Namen hast du Abi genommen. Ja, sein Vorname. Allen Namen, alles was es gibt. Er hat noch einen Nachnamen. Ja, wie heißt er denn? Mit Nachnamen? Digga, wie schnell spawnt die, Digga? Ich hab den doch vorhin umgebracht. Mit Nachnamen? Wie heißt der? Nachnamen? Pappen Bartels. Abi Pappen Bartels. Ja. Ja, ey Bruder, iss mal den fetten Fisch, Digga, mach mal den Hunger. Oha, gib ihm, Bro.
Gib ihm Brose. Siehst du denn in meiner Hand? Was du trinken, Digga, wir brauchen. Das sieht fresh aus. Isst ihn. Oh mein Gott. Ja, der hat voll wenig vor. Achso, den kann man mehrmals essen. Ah. Ey, wir brauchen. Ich brauche unbedingt was zu trinken. Erstens. Zweitens, wir brauchen unbedingt Ding. Diesen. Ey! Digga! Ist dein Scheiß ernst? Ich hab grad gegessen, Digga. Weißt du, wie salzig dieser Fisch war? Ja, okay, stimmt, du hast recht. Mach bitte Wasser rein. Kennst du das? Digga, wenn er sowas Ding ist, er macht nicht mal Wasser rein, ne? Das ist so krass bei ihm. Hab ich doch. Okay, stimmt. Ey, ich kann uns jetzt noch eine Schmelze bauen. Warte mal, voll vergessen. Oh nein, Bruder, ich brauch 2 Schrott. Ich habe 16 Schrott, Bruder. Oh, gib ihm, Bruder. Gib ihm, Bruder, 16 Schrott. Digga, kurz vorm Sterben gewesen, Digga, nur weil er sein scheiß Trinken gekriegt haben wollte. Wo sind unsere ganzen Holzplanten, Digga? Ich hab die alle reingepackt in ein Ding. Wo? Also ich hab gar keine mehr in meinem Inventar, nur einen einzigen. Ich hab auch keine mehr, wo sind die hingespawnt alle? Die sind verschwunden. Da haben wir einfach keine mehr, Retalk. Ohne Holz kann ich kein Ding spawnen. Ja, Holz kriegen wir hier auf dem Weg. Ja, wo? Ah, da auf dem Weg. Ja, da. Das ist jetzt der neue. Ey, du mach mal schon mal wieder das Ding drauf, Bro. Das was? Das Fleisch. Ah, hier. Hoch. Och, gib ihm, Bro. Gib ihm, mach Fleisch, Bro. Oh, geil, Holz. Ich brauch, Bruder, ich dachte, wir haben 3 Stacks Holz oder so. Nicht mehr, wir hatten eine Zeit lang. Und dann hatten wir den Krieg mit diesen Holzboden und so. Ja, alles wegen dir. Wegen dir. Ich will nicht sagen, dass es wegen dir war, aber es war wegen dir. Du wolltest, dass ich vor dir knie, Digga. Welcher Freund macht sowas? Digga, genau das hast du zu mir gesagt, paar Minuten vorher. Ja, aber ich hab dich nicht gezwungen. Ich hab dich zum Prinzen erschlagen. Und nicht dich zu meiner Bitch gemacht. Ja, und ich hab dich zu meiner Bitch gemacht. Nein, hast du nicht. Wenn du mich mit einer Bitch gemacht hättest, eine Bitch, keine Bitch, dass du mich zu einer Bitch machst. Dann? Aber, ja, du hast doch gerade selber gesagt, dass ich diese zu Bitch gemacht habe. Naja, wieder wie er es sehen will, ne? Ich kann schon verstehen, dass du es. Ich hab uns jetzt eine Schmelze gebaut, die 2. Schmelze. Sehr schön. Jetzt geht alles viel schneller. Nein. Abi Pappenball. Bruder, du hast mich getrappt. Ich schwöre auf alles, du hast mich getrappt. Ich komme hier nicht raus. Pass auf. Ey, wir müssen ein Ding bauen, drumherum. Sonst wird das abgegessen. Ja, ich weiß, ich habe kein Holz, aber leider. Ja, ich schon ein bisschen. Ey, genau das müssen wir bei den anderen Sachen auch eigentlich machen. Ich hab drei Glibber gerade, ne? Ey, wie viel Ton hast du nochmal? Ton? Ton, ja, Ton. 2. Und wie viel Sand? 7. Okay, gib mir das mal alles, dann baue ich direkt die 3. Schmelze. Hier. Boah, ich habe genau 6. Wieder. Also für was brauchst du jetzt Glibber dann? Weil ich habe Glibber jetzt, wir können ihn benutzen. Ich brauche Glibber für ja, die Leiterpaletten. Wir wollten Dings bauen. Ja, wir wollten Dinger bauen, diesen Mast, ne? Diese brauchen wir. Wir brauchen Glibber. Gib mal eben das Glibber. Boah, 4 Stück stark. Jetzt brauchen wir noch Kupfer auf jeden Fall auch. Müssen wir auch gleich machen. Hast du schon einen Kupferbarren zufällig? Weil ich habe gerade einen. Ich brauche ja, da einen. Auch. Okay, stark. Dann kann ich schon mal einen bauen. Eine Leiter, Ding. Nice. Jetzt brauchen wir für den Empfänger genau dasselbe noch einmal und das reicht erstmal für den Empfänger. Erstmal. Soll ich jetzt auch Kupfer schmelzen? Also wir brauchen gerade noch kein Kletterpflanzen, wir brauchen nur Kupfer. Ja, okay, warte, dann lege ich jetzt Kupfer hier rein in beide. Ja. Sehr schön. Ey, wie teuer war denn dieses... Dreifachreiniger. Glas müssen wir dafür machen. Ah, ist das nicht einfach Sand verbrennen? Ja, Sand einfach. Ja, boah, das brauchen wir auch unbedingt. Das dauert zu lange. Links ist eine Insel. Eine große? Steuer mal nach links. Warte, ich steuer.
Ja, okay, aber die Windrichtung ist wieder kacke. Verdurste Scheiße. Abi Papp im Badeholz. Ach so, Hammes hat Geburtstag heute, Digga. Alles Gute, Bruder. Alles Gute. Hab ich ehrlich? Ja, ja. Nein, Digga, am 6.4., nicht am 6. Alles Gute. Alles Gute an Hammes, Chat. Am 6.4., nicht 6.7., Bruder. Gratuliert ihn. Gratuliert ihn. Der Wort ist heute Geburtstag. Er schämt sich, er will es nicht sagen. Ich hab keinen Geburtstag, Chat. Hört auf jetzt. Er schämt sich, Digga. Er schämt sich. Alles gut. Ja, willst du doch mal schlafen, oder wie sieht's aus? Ja, ich wollte hier, warte. Wir brauchen, oh mein Gott. Ja, komm, kurz, lass dich kurz schlafen. Oh mein Gott, Bruder, du bist nicht ready jetzt. Ready für was? Hey, links ist eine Insel, glaube ich. Ist egal. Warte kurz. Egal. Ah, ist mir scheißegal, Digga, greif mich ruhig an. Wer mich nicht angreift, easy! Oh mein Gott. Ich bin schlecht, hab den Wichser. Okay, kannst du bitte nicht so schnell schwimmen? Du schwimmst gerade von mir weg. Und ehrlich gesagt, ich hab Durst und sterbe vielleicht. Ah, oh, ich greif mich an. Er greift mich auch an. Ich hab nur. Ja, danke. Mal schauen. Nein. Ja, okay, ich bin drauf. Du kannst wieder umdrehen, genau. Hast du diese Kupfer genommen, was da war? Ja. Yeah. Sehr gut. Digga. Oh, links ist eine Insel. Sehr gut. Ja, richtig. Okay. Okay, Bruder. Ich glaube, wir machen jetzt Pause für die Folge. Wollen wir nicht noch dieses Dings bauen kurz? Hm? Wollen wir noch nicht ganz schnell dieses Teil bauen, diesen Empfänger? Den Empfänger? Ja. Wollen wir den bauen jetzt noch? Ja, wir haben ja dann gleich die Sachen. Hä? Wir haben ja gleich die Sachen. Hä? Wir haben ja die Sachen dafür. Guck doch! Warte mal kurz, nichts aufheben, ja? Digga, guck jetzt, Berko, bitte! Mann, Junge. Was denn, Digga? Warte doch kurz, da ist eine Insel. Junge, guck jetzt hier hin! Oder, ich verstehe nicht, du willst die Folge beenden. Berko, bitte guck jetzt hier hin, Digga. Ja, was denn? Der Empfänger! Ich will Radio, ich will das. Das ist der Empfänger? Ja! Benutze ihn aber noch nicht! Lass ihn in der nächsten Folge austesten. Geil. Okay, wir haben den Empfänger gebaut, Digga. Damit werden wir die Story beenden können, beziehungsweise die Story vorantreiben können, weil jetzt können wir diese Inseln suchen, die Empfänger, also mit Satelliten, Signale raussenden. Geil. Willst du das Outro machen? Abonniert Hamed auf YouTube, falls ihr es nicht getan habt. Und ja, lasst auch einen Daumen da und kommentiert was Schönes. Tschüss!